Du hast das Fach rechtsbewusstes Handeln, also RBH, schon bestanden, wenn du die richtigen Hilfsmittel mitnimmst. Und darüber sprechen wir in diesem Video. Was sind eigentlich Hilfsmittel? Was bedeutet das? Was darf man mit zur Prüfung nehmen? Das heißt, wenn du die Einladung bekommst zu deiner Prüfung, dann wirst du auch eine Hilfsmittelliste mitgeteilt bekommen. Das heißt, was darfst du mitnehmen? Und eine Sache, die natürlich bei RBH nicht wegzudenken ist, ist so ein Gesetzestext. Ja, logischerweise beim Thema RBH, rechtsbewusstes Handeln, arbeiten wir mit Gesetzen. Das ist jetzt so der Klassiker vom Beck Verlag. Diese Arbeitsgesetze, du siehst jetzt hier, das ist jetzt eine sehr alte Version von mir damals, von meinem Meisterbrief. Da gibt es natürlich schon neuere Versionen aus dem Jahr 2022. Und die meisten wollen immer diesen Gesetzestext mitnehmen und dann Folgendes zu machen, wie du es hier siehst, solche Markierungen zu machen, solche Fähnchen zu machen und ja, dann gewisse Dinge, gewisse Paragraphen in der Prüfung schneller zu finden. Im Übrigen, was ist eigentlich erlaubt bei den Gesetzestexten? Du darfst mitnehmen sogenannte unkommentierte Gesetzestexte. Du darfst Stellen in deinem Gesetzestext markieren. Du darfst auch Verweise machen. Du darfst es aber nicht kommentieren. Es darf weder vom Verlag selber was kommentiert sein, noch darfst du selber irgendwelche Kommentare da reinschreiben. Das heißt, der Klassiker ist das hier. Aber das Fach RBH hat ja mehrere Dinge als nur Arbeitsrecht. Also unter Arbeitsrecht, das, was wir meisten darunter verstehen, ist natürlich das Thema Arbeitszeit, Kündigung, ne, Arbeitsverträge, Urlaub. Aber diese Klausur, diese Prüfung beim Industriemeister hat ein paar mehr Themen. Und zwar gibt es auch Themen zum Thema Datenschutz, ja, und Umweltrecht wird auch dort abgefragt. So, und was machen jetzt viele? Die holen sich einfach ganz viele Gesetzestexte mit, in der Hoffnung, also so eine Schubkarre voll Bücher, in der Hoffnung, dass die alles haben mit ganz vielen verschiedenen Fähnchen. So war das bei uns damals, dass du genau weißt, wo welche Antwort zu der Prüfungsfrage dokumentiert ist. Jetzt ist aber so, wir möchten dir in diesem Video etwas Neues, etwas anderes empfehlen. Und zwar ist das uns selber empfohlen worden von einer unserer Nachhilfekunden. Das heißt, wir haben unsere Nachhilfe immer hier mitgemacht und gezeigt, wo alles steht. Und jetzt kommt der Kunde zu uns und sagt: Hey Stefan, ich habe da eigentlich was viel Cooleres. Und das ist das, was wir euch heute nicht vorenthalten möchten. Das heißt, die Bildungsfabrik wird auch hierauf umsteigen. Und zwar ist das hier diese schöne Gesetzessammlung, die Industriemeister. Total cool. Und ja, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was ist hieran so genial. Zum einen ist sie erlaubt für die Prüfung, ja. Das heißt, du siehst hier steht schon Gesetzestexte für die IHK-Prüfung. Das Ding ist wirklich, wirklich, wirklich zugelassen, egal wo du in Deutschland die Prüfung schreibst. Es gibt 79 Kammern, egal wo. Das hier ist wirklich immer zugelassen, weil es die Voraussetzung erfüllt für die Prüfung. Also sie ist unkommentiert. Und der Vorteil, der erste wichtige Vorteil, den du bei diesem grünen Buch hast, vom Fachwirte Verlag, der erste Vorteil ist, du hast hier einen Gesetzestext und musst nicht hier drei, vier verschiedene Gesetzestexte mitholen. Ja, du hast eins gegen drei oder eins gegen noch mehr. Das ist schon mal der erste große Vorteil. Ja? Das heißt, nur ein Buch, was du mit zur Prüfung nehmen musst. Einer sagte zu mir: Ja, sogar dünner. Ja, dafür ist es höher. Nee, aber es ist schon wirklich gut. Was ist der zweite geniale Vorteil an diesem Gesetzestext? So, man hat das dir eigentlich schon ganz gut aufbereitet. Ja? Das heißt, hier findest du immer wieder Markierungen. Ich mache jetzt mal hier eine auf. Hier sind gewisse Markierungen, die sind erlaubt. Bedeutet, normalerweise hast du das früher in dem alten so gemacht. Ich mache jetzt mal hier das Thema hier auf. Und dann siehst du ab und zu mit dem Textmarker so orangene oder so gelbe Markierungen. Dann machen wir Betriebsverfassungsgesetz, das ist auch so ein Klassiker. Hier ist wieder so eine gelbe Markierung im Gesetzestext. Das ist erlaubt, so Markierungen darfst du machen. Jetzt musst du aber eigentlich schon ganz gut wissen, hier sind weitere gelbe Markierungen. Was ist denn wirklich wichtig? Weil in der Prüfung, da hast du so eine Art Stresssituation. Du hast die Prüfungsaufgabe, du wirst ungefähr wissen, wo das steht, die Antwort. Dann hast du aber ganz viel Text. So, und wenn du fit bist und einen klaren Kopf hast, wirst du den Text schnell analysieren können. Okay. Wenn du natürlich das mit gelben Markierungen dir vorbereitest, das heißt, du gehst in Vorleistung, bereitest das alles vor, noch cooler.
Du musst wissen, wo ist der Paragraph, du schlägst auf, siehst die gelbe Markierung und hast schon die Antwort. Bei diesem Ding hier sind die aber schon unterstrichen. Das blende ich jetzt mal hier ein. Dann siehst du hier so eine Markierung. Das heißt, du siehst ganz genau, wie das in diesem Gesetzestext aussieht. Die haben schon alle wichtigen Worte haben die unterstrichen. Super, super genial. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du trotzdem mit dem Textmarker arbeiten oder du musst nur deine Fähnchen machen, damit du schneller weißt, wo ist welches Gesetz. Ja. Im Übrigen, bei dem Fähnchen bietet es sich an, immer auf der kurzen Seite die Gesetze zu machen. Zum Beispiel Bundesurlaubsgesetz, Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Arbeitszeitgesetz. Und hier rechts auf der langen Seite machst du dir sogenannte Klebefähnchen rein, wo du dann nochmal genauer drauf eingehst. Vertrag, Kündigung oder so, ne? Dass du dann wirklich auch einzelne Schlagworte hast. Ja. Das heißt, Vorteil von diesem Exemplar hier ist, hier sind schon die wichtigen Schlagworte, die du brauchst, die sind markiert. Jetzt gehen wir auf noch einen dritten Vorteil, den dieses Buch mit sich bringt. Und zwar ist das ein sehr, sehr schönes, umfangreiches Stichwortverzeichnis haben wir am Ende. Hier findest du mein Stichwortverzeichnis. Ja, das alte Arbeitsgesetz, diese Gesetzessammlung hat das auch. Nur hier ist der Vorteil, wenn wir uns das mal anschauen, ich schlage die Seite mal auf. Und zwar sind wir dann im Umweltrecht. Das ist, weswegen viele dieses Umweltrecht hier kaufen. Das ist ja auch hier drin. Da findest du beispielsweise auf Seite 466, ich blende das jetzt mal ein. Und zwar siehst du hier die Umweltprinzipien. Umweltprinzip Gemeinlass, Kooperation, Verursacher und Vorsorge. Wenn wir jetzt mal auf Seite 458 blättern, was steht hier? Hier siehst du, zu diesem Stichwort gibt es keine gesetzliche Regelung. Jetzt wirst du vielleicht denken, ja toll, was bringt mir denn die Information? Es gibt beispielsweise, das wird immer und immer wieder abgefragt in der Prüfung, in dem Bereich Umweltrecht, es gibt vier Umweltprinzipien. Und wenn du jetzt nicht mehr weißt, was sind denn die vier Umweltprinzipien, gehst du einfach in das Stichwortverzeichnis. Das war das hier, 466. Da steht's. Du gehst auf diese vier Umweltprinzipien und siehst allein im Stichwortverzeichnis Gemeinlast, Kooperation, Verursacher, Vorsorge. Ja, wenn du dann jetzt zu der 458 blätterst, siehst du, da gibt es keinen Gesetzestext, aber ist doch egal. Du wirst ja sowieso nun danach gefragt, welche vier Umweltprinzipien gibt es. Dann solltest du die erläutern. Ja, solltest du dann wissen, was das bedeutet. Aber wenn du da hängst und sagst, wie war denn das dritte nochmal? Ich habe das dritte vergessen. Im Stichwortverzeichnis findest du das. Das heißt, lass uns zum Fazit kommen. Die Bildungsfabrik hat das hier getestet. Wir sind mehr als begeistert. An dieser Stelle schönen Gruß an den Dominik, an unseren Kunden. Der Dominik hat uns das Ding hier empfohlen. Mit dem Randy zusammen. Dominik und Randy, ihr zwei seid der Kracher. Total genial. Drei Vorteile. Lass uns zusammenfassen. Fazit. Fazit 1. Du brauchst nur einen Gesetzestext und nicht drei. Ja, eins. So. Zweitens Markierung. Die wichtigen Worte sind schon markiert. Und das dritte Geniale hier ist, du hast Verweise auf Gesetze, du hast Verweise im Stichwortverzeichnis, obwohl es kein Gesetz dazu gibt. Bedeutet, wenn du sagen willst, da gab es doch ein Thema zu, oder wie war das mit diesen Umweltprinzipien, du guckst im Stichwortverzeichnis, siehst die alle, auch wenn es kein Gesetz gibt, und du hast direkt alle Informationen. Das heißt, mit diesem schönen Stichwortverzeichnis kannst du auch nochmal gucken nach den Worten, die du suchst, anhand deiner Prüfung. Ja, wenn du jetzt wissen willst, wie wir auch dich fit in RBH machen, ja, also wie du RBH bestehen kannst, oder du möchtest den gesamten Industriemeister bei uns machen, dann melde dich auch gerne bei uns auf www.bildungsfabrik-online.de, trage dich in das Kontaktformular ein, wir werden mit dir Kontakt aufnehmen und bald schon ein persönliches Gespräch führen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video, euer Stefan.